gut, wenn man Panzertape dabei hat. Da kann man zur Not auch mal die Sandalen reparieren. Stimmt, von meinem Foto schon. Oh, wow. So, wir haben jetzt ordentlich gefrühstückt, packen jetzt alles zusammen und dann werden wir noch hier eine kleine Wanderung am Strand machen. Hier vorne ist dann ein Stück Steilküste und heute Nachmittag wollen wir dann noch eine Burg uns anschauen, eine Burganlage. Könnt ihr gespannt sein. Wir sind es auch. Mal sehen, was kommt. So, wir haben jetzt gerade beim Campingplatz ausgecheckt, fahren jetzt gleich vom Gelände und dann machen wir noch unsere Wanderung unten an der Küste entlang. Wir haben jetzt hier für die eine Nacht 300 Kronen bezahlt, plus nochmal 30 Kronen für die Duschennutzung. Ob das nur viel oder wenig ist, wird sich rausstellen, wenn wir die nächsten Tage noch auf anderen Campingplätzen das schon mal vergleichen können, weil wir haben online nicht viele Infos dazu gefunden. Wir fahren jetzt hier aus dem Gelände raus, parken uns hier vorne am Strand ab und dann laufen wir erstmal eine Runde. So, hier haben wir gerade unsere nächste Unterkunft gefunden. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo eine Karte finden, wo die eingezeichnet sind. Weil hier kann man nämlich kostenlos drin übernachten und hat seine Ruhe vor den anderen Campern. Hier könnte man sogar runter. Ich frage es, ob es unten weitergeht. Komm mal dann hin. Gut, wenn man Panzertape dabei hat, dann kann man zur Not auch mal die Sandalen reparieren. Mal sehen, ob es bis zum Auto zurückhält. Schon ein ganz schöner Kontrast hier. Teilweise die unberührte Natur und dann daneben gleich so ein überaus gepflegter Golfplatz. Aber na gut. So, wir sind jetzt wieder zurück am Campingplatz. Haben uns jetzt mal ein Eis genehmigt. Das sind übrigens zwei Kugeln.
sieht eher aus von der Masse her wie 4 oder 5. Aber sehr lecker. Wir sind jetzt wieder zurück am Auto, sind jetzt rückzu noch hier durch diese Parkanlagen ein bisschen geschlendert und werden uns jetzt auf den Weg weiter Richtung Norden machen, haben jetzt ungefähr knapp 50 Kilometer vor uns. Wir fahren jetzt Richtung Mölle, das ist so eine Landzunge, und da hoffen wir mal, dass wir auf dem Campingplatz dort noch ein Plätzchen bekommen. Ja, es sieht ein bisschen nach Regen aus draußen, aber mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt die nächsten Tage. Also fahren wir jetzt erstmal los, mal sehen, wie es dort aussieht. So, wir haben unser Ziel erreicht für heute, sind jetzt oberhalb von dem Örtchen Mölle, direkt auf so einer Landzunge. Erst wollten wir in Mölle auf einen Campingplatz fahren, aber der ist direkt an der Straße gelegen und da hat man dann eigentlich keine richtige Lust zu, direkt an der Straße zu übernachten. Sind dann einfach noch ein Stück weiter gefahren und sind dann hier auf so einen Rastplatz gekommen, wo auch das Zelten erlaubt ist. Und dann haben wir uns da ein bisschen umgeschaut und hinter dem Rastplatz ist direkt nochmal so ein Biwakplatz, also so eine überdachte Schlafstätte, wie wir heute Vormittag schon gesehen haben. Ja, und da haben wir uns jetzt entschieden, dass wir gleich dort drin übernachten, sind keine anderen Leute da. Ein paar Zelte stehen hier oben noch im Wald, deswegen werden wir die Gelegenheit nutzen. Eine Toilette ist hier hinten noch, alles recht einfach, aber alles in Ordnung soweit. Wir haben jetzt gerade eben noch gegessen, ja, wir werden dann langsam unser Nachtlager herrichten und dann auch bei Zeiten zu Bett gehen, dann geht es morgen ein bisschen früher raus als heute. War ein schöner Tag heute, die Wanderung an der Küste lang. Und wir sind schon gespannt, was uns dann morgen alles erwartet. Freue mich, dass ihr mit dabei geblieben seid. Das soll es erstmal gewesen sein für diesen Teil des Trips. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder mit einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß draußen. Gute Nacht.